Oh, wir sind am Dorf. Also noch ein Stück rennen. Das ist hier einer von diesen drei Sporen, die du hier unten hast. Also hier ein Stück vorne hast du noch an der Brücke. Das Ganze noch Sporen. Da vorne ist ja dann die Brücke, ist ja dieses Auto, wo man, glaube ich, extracten kann, oder? Hm, genau. Ja, okay, dann weiß ich ungefähr, wo wir sind. So, hier hättest du noch mal einen Spawnpunkt, jetzt wo wir jetzt sind. Und dann über die Straße schräg an der Uferseite, wenn jetzt diagonal rüber guckst, hättest du auch noch mal einen Spawn hinter dem Haus, wo ich jetzt hingucke. Ja. Ich guck gerade mal ein bisschen mit meinem Long Range Scope ein bisschen so rüber, aber hat man nichts gesehen. Wenn da einer ist, wird er bestimmt schon im Dorf unterwegs sein. Ja, im Dorf, da kann man echt die ganzen Jacken, also wenn ich das Dorf mal loote, dann ist mein Highlight immer die Jacken. Also so geile Keys schon da drin gefunden, Wahnsinn. Man muss halt aufpassen, dass dich keiner von oben wegsnipet oder so. Das ist immer die Sache, ne? Ich glaube, da ist auch schon einer auf dem Grundstück. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dich gehört habe. Sehen wir mal. Ja, ich bin auch so ein Typ, der springt überall drauf. Voll der Parcours-Spieler. Oh, ja, springt wie eine Gazelle bis jetzt aufs. Ich dachte, bis aufs Haus. Ja. Na gut, hier drinnen kannst du dann ein bisschen. Meistens hole ich mir ja was zu essen oder so. Ja, das stimmt. Hinten hast du immer eine Chance auf einen Tetris. Ich habe letztens den Mushroom Key für Dorms gefunden. Aha. Habe ich mich gefreut. Kannst du immer gut gebrauchen, ja. Auf jeden Fall. Das ist immer so meine, wenn ich alles in Dorms zersägt habe, ist das so meine eigene Belohnung. So, dann kann ich da in Markt rum. Ey, kommt jemand? Der gegenüber im Haus? Okay. Da ist ein Skeff. Da ist ein Skeff. Down. Ja, keiner gespawnt hier, wie es aussieht. Jetzt habe ich auch noch nichts gehört. Wo bist du? Ich bin. Warte, ich schrei mal kurz. Ah, ich hör dich. Ah, okay. Im Schweinehaus da hinten, wo die. Genau. Wo die Mastanlage ist. Bom! Headshot, Ende. Tot! Yep. Keine Ahnung, wo es herkam. Warst du draußen oder im Haus? Ich war draußen. Eigentlich direkt vor dir. Scheiße. Blöder Sniper da oben irgendwie. Ja. Ich bin mir auf jeden Fall direkt einen Headshot gerückt. M80 schießt er. Der Linke her. Also wenn du da durch dieses Tor gehst, dann auf der linken Seite lieg ich und da muss er wohl irgendwo durchgehen haben.
Siehst du das jetzt im Stream, wo ich bin? Ja, ich sehe dich. Wo aber liegst halt du? Hey, gegenüber die Straßenseite, so gesehen. Genau da. Ah, also genau, wo du jetzt im Haus bist, genau gegenüber. Ah, okay. Das Movement, glaube ich, gegenüber von dir. Glaube ich, zwei, wie sich anhört. Ja. Das sind aber separate. Einer hat gerade von den Hits gekriegt. Ja, habe ich auch gehört. Ich gucke erstmal hoch, ob ich da oben den Sniper irgendwo sehe. Naja, mach mal. Nice. Oh, fuck. Oh. Yes, baby. Genau so. Genau so wollen wir das sehen. Ich glaube aber nicht, dass das... Das, ja, war, das war, glaube ich, nicht der Sniper. Ne. Nee, das war der Sniper. Die zwei aus dem Dorf waren, die mich verfolgt haben. Ich meine, das waren auch die zwei aus dem Dorf, weil da hat man auch die Doppelsteps gehört und der andere Sniper hat wohl jetzt gerade nochmal auf dich geschossen, ne? Ja. Also ist ein bisschen schwieriger für jeden jetzt geworden. Also kann sich mein Kollege mal nicht einfach mal mit seinem Loot carry. Aber gut, wenn es das wirklich bringt, dann nehme ich dieses Opfer eigentlich okay. Gerne. Genau, dann ist es okay, dann. Soll er halt alleine mal looten gehen, aber dann hat er auch weniger Cheat, hat vielleicht ein bisschen mehr Chance rauszukommen. Passt das hier wieder von der Relation. Du sagst das. Ja. Sollte klappen. Ja, Mitchell, lass es uns erstmal kosten, sozusagen, was wir gekocht haben, und dann können wir immer noch meckern hinterher, falls es uns nicht gefällt. Richtig. Das stimmt. Ja, aber ist schon mal in die richtige Richtung, sag ich mal. Also ist echt ekelhaft mit dem Gecheater. Also wenn du Labs reingehst, ich war jetzt auch mit Kollegen zweimal Labs so ekelhaft von Cheater weggeholt worden. Wofür bezahle ich 200 für den Eintritt und dann mein Gear nochmal für eine, weiß ich nicht, Million. Macht keinen Sinn. Ist mir auch letztens wieder eingefallen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ja. Oh Mann. War ich ein bisschen eklig unterwegs, ne? Ach, naja, aber nee, du hattest recht, auf jeden Fall, weißt du? Ja, aber man hätte es auch
besser formulieren können. Ja, aber das hat den Kern der Sache getroffen. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, Level 3 war der. Oh, Level 3. Neuer Bubi. Zeugs. Ja. Also diese ungeschriebene Tarkov-Regel, ne? So ein Level 1 kannst du mal ruhig liegen lassen, wenn du schon auf 40 bist oder drüber. Und ja, der war auch Level 3. Naja, was will ich mit seinem Zeug? Ja, da hat er eh allerhöchstens PS-Munition drin und den kein Mann. Muzzle oder so. Ja. Ja. Oh, seinen Helm nehme ich mit, den kriegt er nicht. Das ist das Schmerzensgeld. Oh. Ja, ja, dafür, dass ihr mich töten wolltet. Ja. Die Ratten, ich wollte mich um den Sniper kümmern und dann kommen die. Weißt du, ist das der Dank? Ja, hast du auf jeden Fall beide gut weggesnackt. Mhm. Die wussten gar nicht, was passiert. Nee. Nice. Aber die Vector ist auch ein echter Biest. Ja, richtig geil. Ich mag das Ding. Gesundheit. Okay. Danke, danke. Und wir können trotzdem nochmal nach dem Sniper gucken. Gesundheit, was machst du denn? Ja, ja. Sonne in der Nase. Ja, ist ein bisschen zu viel Sonne in der Nase. Ich habe vor ein paar Tagen wieder die KS für mich wieder entdeckt. Aha. Das ist einfach so eine Fun-Gun, ne? Das macht so Spaß. Ich glaube, ich habe die noch nie gespielt. Ey, das ist so lustig mit der, ne? Ich bin in den Dorms reinmarschiert. Aha. Und stand an der Ecke und ich habe gehört, dass der eine gerade den Flur entlang läuft und der wird gleich um die Ecke kommen. Habe ich einmal komplett, also so auf die Beinhöhe gezielt. Ja. Einmal zur Seite, einmal geschossen, wieder direkt um die Ecke und höre ich noch so, wie der da halt diesen Todesstöhnen da macht. Ja, ja. Ich gehe zu den hin, der hat einfach High Gear alles angehabt, alles, den heftigsten Helm, krass, dicke Weste und das Geile ist ja ein Schuss, wenn du den triffst, der ist tot. Aha. So 100%. Also wenn du die Beine triffst, ne, also ja. Leckmeter. Ah, das ist bei mir immer so kritisch, also ich habe auch schon mal Munition gehabt für Leckmeter, aber ich bin es gewohnt, auf Körper oder Kopf zu schießen. Und ja, da, ja. So, warte mal, ich habe da auch noch einen Sportsfreund, den ich gerade weggesnackt habe. Mhm. Liegt natürlich richtig günstig. Das tun sie immer, das tun sie immer. Ich hatte auch gedacht, dass er eigentlich zu zweit wäre, ne? Aber ich glaube, wenn der eine hätte mich jetzt wahrscheinlich schon erschossen. Hat sich aber angehört, als wären zwei gelaufen. Mhm. Manchmal Tarkov-Sound, man weiß es nicht. Manchmal denkt man sich, das war so ein Tarkov-Soundbug und dann ist da wirklich der Step gewesen, der zweite Mann. Und dann denkst du dir so auch. Oh, hier haben wir unseren Sniper. Oh, oh. Da ist die Rexer. Oh, eine schöne SVDS. Ja. Die ist echt schön. Richtig nice. Scheiß Mario weg. Das weg. Bisschen Versicherungsbetrug. Gib deinen Rig weg und pack alles bei dir rein. Danke, Fleischbänder. Grüß dich, herzlich willkommen. Ich hab's große Zittern. Aber wenn der nicht mit einer SVD abgeschlossen hat, dann könnte das ja keine M80 sein. Also müsste eventuell nur ein Sniper sein. Ach so. Der hatte auch noch hier die RFB. Ah, okay, dann passt das. Passt das. Naja, dann mache ich mich jetzt raus und kann man gleich wieder rein. Ja, sicher. Wo machen wir das? Mir doch was gedacht.
Auto ist weg. Mhm. Da fährt's. Kennt es. Shit. Jetzt kann ich bis zum Outskirts latschen. Mhm. Essen und Trinken habe ich alles weggeschmissen. Nee, hier habe ich noch ein bisschen was. Oh, ich habe noch was. Oh, das reicht. Das sollte reichen. Ja. Oh, wir haben noch 16 Minuten.